So, hallo Leute, und willkommen zurück zum Let's Play FIFA 12. Karrieremodus mit Hertha BSC Berlin. Wir spielen gegen den 1. FC Köln. Natürlich zu Hause. In der letzten Partie haben wir ziemlich auf die Fresse bekommen gegen Werder Bremen. Aber das ist uns jetzt mal scheißegal, denn wir wollen jetzt hier gewinnen. Ich weiß, beste Lebenseinstellung ever. Einfach mal gewinnen. Das sollte nicht so schwer sein. Ja, hier der zweite Keeper. Keiner kennt ihn. Egal, Rensing ist verletzt. Das verletzt den Trainer zutiefst. Das tut ihm im Herzen weh. So, dann gucken wir mal auf die Tabelle. Ja, das... Tari ist da. So. Hier die Aufstellung. Tari rechts und... der liebe Max links und natürlich Terriori. Also wirklich, die beste Kombination ist vorne einfach. Den besten Sturm in der Bundesliga hat einfach Hertha BSC Berlin. Gamezocker, Terriori und Decoy. Terriori, der Typ, der alles vorlegt, und Gamezocker und Decoy, die einfach die dann reinmachen, sobald Terriori einer der besten Pässe gemacht hat. Tari hat gerade was Tolles im Check geschrieben. Tari rechts kenne ich irgendwer. Fick dich. So, lass mich konzentrieren. So, Decoy zu Terriori und Gamezocker. Jetzt oben steht Tariolisch. Boah. Schöne Tricks hier rauspackt, aber was da draus wird, nix. So, Clemens. Pezzoni. Ja, so heißt der Spieler. So. Max Andrews, was macht der hier? Keine Ahnung. Zu DJ Deadman. Über auf Tariolisch. Tariolisch sieht... Tja. Rita, der steht im Weg, und jetzt Matuschik. Vielleicht ein Gegenangriff der Kölner. Rausch. Podolski zu Jajalo. Und ja, Tariolisch blockt ihn hier schön ab. Einwurf für die Kölner. Und Schalke führt 1-0 gegen Hamburg. Jajalo. Sereno. Pezzoni. Natürlich ist für Berlin nach der letzten Klatsche gegen Bremen einfach ein Sieg Pflicht. Sie haben 5-3 verloren, also das war wirklich eine schlechte Leistung, und jetzt Rausch. Ja, so, jetzt Max Andrews, DJ Deadman und Terriori, jetzt vielleicht. Terriori, einer der besten Pässe? Nein, auf jeden Fall nicht. Er hätte was Besseres draus machen können. Aber egal. Sie sollen einfach in die Zukunft blicken und... Vielleicht sind sie ja... Es war nicht meine Schuld. Vielleicht werden sie ja international noch vertreten sein. So, Matuschik verliert hier erstmal den Ball. Und Gamer Force, der passt ihn erstmal zum Gegner. Sehr geil. Rausch. Ja. Immer noch, Rausch immer noch. Und der ist drin. Was macht die Berliner Abwehr da? Da die Grätsche... Ja... Also... Bei aller Liebe, aber da ist eigene Schuld. Hundertprozentig. Und der Trainer, der... Der rastet ein bisschen aus draußen. So, Freiburg und Gladbach mit einem 1-1. Ja, Gamezocker. Na, Sereno. Also, die spielen hier genauso wie gegen Bremen beim letzten Mal. Also, können viele Chancen aufweisen, aber werden ist nichts. Ja, und der Schuss von Decoy, der war. Naja, ich sag mal so. Er wollte halt wenigstens einen Schuss im Spiel haben. Ja, Podolski und Gamer Force. Jetzt Max Andrews. Ja, zu Eichner.
und Jerome Jajalo. Vielleicht sollten die Berliner hinten besser spielen, weil Clemens ist durch und der ist drin. Ich frag mich, wer für Clemens zuständig war, denn da war niemand. So, Hoffenheim führt 1-0 gegen den FC Bayern München. Wenn jetzt Hannover so gewinnen würde, dann wäre Hannover sogar für diesen Spieltag Erster. So, Terry Ori. Und das war ein Scheißpass. Matuschik. Clemens. So, Wolverus. Zu Terry. Nee, zu Gamezocker. Jetzt zu Terry Ori. Was ist denn das, Eichner? Das sind hier richtige Scheißpässe. Wolverus, ja. Oh, Wolverus holt sich hier nochmal. Wolverus hatte nochmal am Ende. War zwar viel zu spät, aber er hatte nochmal die Berliner den Arsch gerettet. Sonst hätten sie hier mit 6:3 gegen Bremen verloren. So, Gamer Force, Decall. Und Terriori. Ja, sehr schön auf Max Andrews. Der hier zu Gamer Force. Gamer Force wieder zu Max Andrews. Und Max Andrews jetzt. Ja, Eichner. Eichner holt sich wieder den Ball. Also ich sag mal so, die Berliner, die hatten eine viel bessere Zeit. Decall. Decall und Gamezocker, der ist drin. Und jetzt kommt der Comeback. Der Comeback. Ja, das sah ja nicht gut aus. Der Kölner. Wolf und Tari, eine Traumkombination. So, Rausch. Eichner. Und Decall, der legt sich erstmal aufs Fressbrett. Jajalo. Rausch. Und ja, Max wird da. Max Andrews wird da total umgehauen. Aber okay, so. DJ Deadman zu Max Andrews. Ja, der Pass, der war scheiße. Eichner. Pezzoni. So, Gamer Force und Max Andrews, Einwurf. Ja. Okay. Pff, okay, du solltest zwar nichts. Okay. Ja, Podolski und Mark Goldman. So, Terry Ori. Guter Pass von Terry Ori. Das war wirklich ein sehr guter Pass von Terry. Ori und ja, der Pass von Decall, der war scheiße. Deswegen steht es 2:1 zur Halbzeit für den ersten FC. Ich sag mal so, wenn sie hier noch gewinnen wollen, dann müssen sie jetzt drastisch was ändern an ihrer Spielweise. Ja, Bayern nickt zurück. Schalke führt, Dortmund unentschieden gegen den Aufsteiger Bochum. Oder den zweiten Aufsteiger, der erste Aufsteiger ist ja Berlin. Ja, das Stellungsspiel von Gamezocker war kacke. Da kann ich nur Tari recht geben. Okay. Niklas Blake kommt drauf für DJ Deadman. Was ich nicht erwähnt habe, ist, dass DJ Deadman gegen seine Heimatstadt, gegen sein Heimatteam gespielt hat und vielleicht hat er deswegen so eine Scheißleistung gebracht, weil er. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, DJ Deadman und Köln
Ja. So, Podolski wird gefoult. Ich glaube, Dieter Demmen ist der einzige Kölner in der Berliner Mannschaft. Ne, Petit ist auch noch ein Kölner, aber... So, Gamezocker. Gamezocker. Sehr schön. Was war das für ein Pass? Ja. Oh, Freiburg führt hier gegen Gladbach. Mit 2:1. Oh, Max Andrews mit einem schönen Hackenpass. Ja, Niklas Blake, was machst du da? So, Max Andrews rüber zu Tariolisch. Tariolisch. Schön, was hier Tariolisch macht. War ja der Erste, der in Berlin getroffen hat in dieser Saison. Aber seitdem trifft er irgendwie gar nicht mehr. Und auf der Torschützen-Tabelle ist im Moment Gamezocker mit 8 Toren auf Nummer 1. Ah, ja, hallo. Zu Lukas Podolski. Wird gelegt, Elfmeter. Das ist bitter und es gibt die gelbe Karte für Mark Goldman. Das ist wirklich bitter. So, Lukas Podolski. Lukas Podolski und Weinfeller. Weinfeller hat ihn. Und jetzt hier die Berliner mal zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. Ja, jetzt schön zu Gamezocker. Gamezocker und Rita Clemens. Ja, Terriori, Gamezocker zu Terriori. Ja, ich hätte da schon liebend gerne gerade den Elfmeter gehabt, aber hab da keinen bekommen. Schiri meinte, das wäre noch alles legitim gewesen. Leider. So, Niklas Blake verliert den Ball so leicht und jetzt wieder Mark Goldman. Er sollte hier aufpassen mit seiner gelben Karte. So, und Max Andrews, D-Call. Na, was war das für ein Pass? So. Gamezocker. Und das Sprintduell, das kann D-Call einfach nicht gewinnen. Das ist schon bitter. So, wer wird jetzt ausgewechselt? Sereno oder Rausch? Ich weiß ja nicht. Es ist Sereno und für ihn kommt Jemal. So, D-Call. Max Andrews, Terriori und die Kölner, die passen ja auf jeden Fall auf Terriori auf, also sie passen schon auf, dass seine Pässe nicht dahin kommen, wo sie ankommen sollten. Und jetzt Freiburg mit dem 3:1 gegen Gladbach, also das ist mal ein Statement. Und dieser Mark Goldman, Walrus wieder zu Tariolisch, also wie Tari schon erkannt hat, die beiden sind hier wirklich ein Dream Team. So, Terriori. Und Gamezocker. Herr Podolski verliert das Kopfballduell, Gamezocker. Ah, der Pass, der ging nicht an. Also die Kölner, die stehen hier wirklich an jeder Ende. Das ist jetzt was? Na, Auswechslung, Freis kommt jetzt rein. Und das war anscheinend ein Handspiel. So, Wolverus natürlich zu Tariolisch. Zu wen denn sonst? Terriori, Terriori. Ja, der ist im Abseits.
Das, ja, ganz knapp. Abseits. Matuschik. So, Jeromel, Wolfrus und Einwurf. Ach komm, nimm doch einfach den Ball. Ja, Wolfrus natürlich zu Tariolisch. Niklas Blake, Tariolisch. Und Terry Henry. Ja, der Pass zu Decoy kam nicht an. Also die Berliner, die müssen jetzt hier was zeigen. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ganz im Gegenteil, das ist scheiße. So. Ab zu Gamer Force. Und der Ball, der wird hier wieder geklärt und jetzt kommt Podolski. Einwurf. Eichner. Podolski. Und Podolski und Weinfeller. Weinfeller pflückt ihn hier vom Fuß von Podolski und tja. Max Andrews, der passt natürlich den Ball zum Gegner. Warum denn auch zum eigenen Mann? Ja, Weidenfeller fliegt ihn hier wieder seinem Gegenspieler vom Fuß. Ja, und jetzt Terry Henry. Was macht Decoy da? Egal, Decoy, Flanke in die Mitte. Na, Rita. Matuschik. So, wieder auf. Ja. Terry Henry. Der Pass ging nicht durch. Und nochmal ein Einwurf für Berlin. Wolfrus wieder auf Tariolisch. Gamezocker jetzt auf Tariolisch. Tariolisch auf Gamezocker. Gamezocker passt ihn erstmal zum Gegner. Und der Schiri pfeift ab. Köln besiegt Berlin mit 2:1. Es war keine gute Leistung von Berlin. Ja, wenn schon der beste Spieler aus Berlin eine 6,3 hat, dann merkt man schon, das war scheiße. Ja, hatten mehr Schüsse, aber ja, mehr Ballbesitz. Es war ja so ein Mittelfeldding. Ja, okay, wir sehen uns dann einfach bei der nächsten Folge.